Servus Leute, willkommen zurück zu Edna bricht heraus, wieder dabei Osoma und Stevel. Hallo. Im letzten Und in Part der letzten habe ich Folge ewig haben wir endlich gebraucht, den Schlüssel. im letzten Part habe ich ewig gebraucht, um so einen Metallteil herzustellen. Aber ich bin ja auch kein Goldschmied, also ist das verzeihbar. Klack. Und offen. Du kannst nicht eintreten, oder wie? Das ist wirklich mein altes Zimmer. Ich habe es endlich geschafft. Jetzt brauche ich nur noch mein Tagebuch. Weißt du noch, wo ich es immer hingetan habe, Harvey? Seltsam. Diese Erinnerung ist immer noch vernebelt. Aber ich glaube, mit all diesen Gegenständen hier dürfte es nicht schwerfallen, ein letztes Mal in die Vergangenheit zu tempomorphen. Au ja. Wir verstecken das Tagebuch dann einfach irgendwo, wo ich es hier finden kann. Oder wir gucken einfach gleich hinein. Noch besser. Worauf warten wir noch? Los geht's! Na dann, halt dich fest! Zurück in die Zukunft. Ja, zurück in die Vergangenheit. Egal. Tempomorphen. Saletti. Schleichfremdwährung ist mir aber scheißegal, weil sie gut sind. Oh Gott, was bist denn du für eine hässliche Gestalt? Was mache ich nur verkehrt mit dir? Dem armen Alfred einfach Sein eine Vater. Eidechse in den Kragen zu stecken. Habe ich dich so erzogen? Spoiler. Ich erinnere mich daran. Nein, der wurde schon gezeigt. Nein, ich rede von einem anderen Spoiler. Aufgehalten hätte. Uns interessiert nur das Tagebuch, Harf. Herr Konrad! Herr Konrad! Na toll. Trottelalarm. Was ist denn, Alfred? Bestrafen Sie Edna jetzt? Das hatte ich gerade vor, ja. Sie muss besonders hart bestraft werden. Das Ungetüm hat in meine Schulter gebissen. Ich werde vielleicht nie wieder die Fiedel spielen können. Du kannst dir sicher sein, dass die Bestrafung angemessen ausfallen wird, Sohnemann. Schön wär's. Mein Vater sagt, ihre disziplinären Maßregelungen zur Zähmung dieses überdrehten Wildfangs Danke. Sind höflich ausgedrückt und unzureichend. Sagt er das also? Nächstes Mal sollten wir einen Skorpion nehmen. Wenn Sie nichts dagegen haben, würde ich gerne persönlich Wache schieben. Nur um sicherzugehen, dass das Ihr zugewiesene Strafmaß eingehalten wird. Nur zu. Und jetzt komm raus hier. Der Typ hat mich jetzt schon an. Diese kleine Mistkröte. Okay, und was für ein Spoiler? Das Poster rechts. Ja. Ja, das ist ein Spoiler. Ist aber kein Spoiler, das ist Werbung für ein anderes Spiel. Ja, aber es ist für mich Spoiler, weil das Projekt habe ich auch schon seit einer Ewigkeit geplant. Und ich habe es mir auch neulich auf Steam geholt. Das heißt, das hier wird auch noch. Wenn überhaupt, ist es nur das Cover, also komm schon. Ja. Das ist kein Spoiler, das ist halt Werbung für ein anderes Spiel. Und wenn ich Poki richtig verstanden habe, war da früher ein anderes Poster. Ja. Im Originalspiel. Naja, die Leute können sich schon mal freuen auf The Whispered World. Ich weiß allerdings nicht, ob ich das direkt nach Edna machen werde oder nicht. Schauen wir mal. Es könnte auch sein, dass wenn mein PC wirklich die Leistung erfüllt, dass ich auch Mass Effect machen werde, aber naja. Wer weiß. Hey, da ist ja schon mein Tagebuch. Na, das war mal einfach. Endlich werde ich mich wieder an alles erinnern können. Yippie. Ich habe deshalb noch nicht reingeschrieben. Warte mal. Wann war noch gleich dieser Mord, den mein Vater angeblich begangen haben soll? Der Pastor sagte etwas vom 3. August. Laut dem Tagebuch ist das heute. Du hast mich an den Tag des Mordes zurücktempomorpht. Ups. Nein, nein, das ist sogar sehr gut. Jetzt können wir aus erster Hand seine Unschuld feststellen. Wir müssen ihn nur finden und nicht mehr aus den Augen lassen. Lass uns sehen, dass wir hier rauskommen. Endlich können wir seine Unschuld beweisen. Ja, da müssen wir erstmal raus, meine liebe Edna. Und wie geht das, wenn dieser Hans Wurst da die ganze Zeit vor der Tür steht? Wir verführen ihn. Bist du noch da draußen? Edna hat Hausarrest! Edna hat Hausarrest! Heb dein Röckchen, jedermann steht drauf. Nee, lass mal. Selbst wenn das der letzte Mann der Welt wäre, mit dem würde Edna nichts anfangen. Da kommen schmutzige Kleidungsstücke und geheime Naschvorräte. Ich habe irgendwie den Eindruck, dass das die Kleidung für Edna ein bisschen zu groß ist und so ein Pipi-Langstrumpf-mäßig, ne? Mit dem einen Langstrumpf, dann kurzen Strumpf. Wird der eine nicht richtig hochgezogen. Aber ist ja auch egal. Ich soll halt so ein bisschen schlampig rüberkommen. Ist halt eine Rabauke. Sag Aha, 1456 in Subordinal leicht kariös.
Was? Was hat sie gesagt? Zahnarztsprache. Oh. Ja, ich mag keinen Zahnarzt, das ist das irgendwie auch nicht verwunderlich. Ich habe zwar keine Angst davor, weil ich mag ihn nicht. Aber allein kariös, also von wegen Karies. Auf der Rückseite gab es einst einen geheimen Durchgang in ein fernes Königreich. Ich habe ihn versiegelt, nachdem ich den Eispalast in Brand gesteckt hatte. Wir sind hier nicht, wir sind hier nicht bei Narnia. Ich habe die Bücher gelesen, die Bücher waren toll. Von Narnia. Ich habe nur den ersten Film gesehen, der war zwar ganz gut, aber er würde mich nicht reizen, als ich ihn nochmal angucke. Oder öfter. Hallo? Boogeyman? Seltsam. Er kommt immer nur nachts. I'm the Boogeyman. And I'm coming to get you. Ja, ja. Erstmal's. Der war auch schon lange nicht mehr bei der WWE. Der kommt doch gar nicht mehr. Hallo Vergangenheit. Hast du mich vermisst? Ich fand ihn irgendwie lustig, aber WWE heutzutage ist sowieso ein Scheißdreck. Leider. Das ist Apokalypsur, mein zweitliebstes Stofftier nach Harvey. Apokalypsur. Leider ist er stumm. Dafür beherrscht er die Gebärdensprache. Und er kann den Morsecode rülpsen. Weil die einzigen Leute, die ich heutzutage in der WWE genehmigen würde, wären Sting, The Rock, Randy Orton und John Cena. Apokalypsur bleibt heute im Regal. Er muss seinem Mutterschiff telepathisch Bericht erstatten. Ach so, und der Undertaker, aber dieses Brock Lesnar Arschloch, der gehört kastriert sowas von. Den habe ich schon vorher nicht gemacht. Zeit für einen Ausritt? Nachdem er, sagt nein. Und nachdem er einen Undertaker besiegt hat, gehört er sowieso weggeklatscht. Ehrlich gesagt, ich kann mit Wrestling überhaupt gar nichts anfangen. Zeit für einen Ausritt? Ich finde Wrestling ist langweiliger als sonst noch was. Ich fand's früher gut, aber heutzutage ist es leider Gottes wegen den blöden Ideen der WWE ziemlich im Arsch. Naja. Ach, ich fand's. Also es war früher interessanter als heutzutage. Ja. Ich fand's noch nie interessant. Das ist halt. Ist halt nicht dein Ding für dich. Stimmt. Da war ja was. Ich erinnere mich. Moment, Moment. Dieses Face. Einfach nur so ein What the fuck Face. Ah, ich erinnere mich damals in dem Keller. Da habe ich gelacht. Als ich im Keller war, da habe ich gelacht, genau. Kann man zum Poster nichts sagen? Nee. Aber ich guck das Poster an. Da. Zur Tür kann da vielleicht noch was sein. Solltest du irgendwann mal was mit Entwicklerkommentaren haben, ne? Im Spiel. Von Deadlick. Ja. Nicht zu früh anklicken. Nee, nee, die werde ich wahrscheinlich immer erst am Ende. Ich weiß nicht. Weil Poki spoilert gerne. Ja, aber kommt das bei The Whispered World auch vor? Also Poki-Kommentare? Weil das ist. Weiß ich nicht. Kommt drauf an, ob das ein Poki-Spiel ist. Naja, es ist von Deadlick Entertainment. Ich weiß nicht, was genau der da. Rendit Monday ist auch nicht von Poki. Es gibt manche Deadlick-Spiele, die sind von Poki, wie zum Beispiel Edna und Deponia, und manche sind halt nicht von Poki. Kann man jetzt nicht unbedingt hundertprozentig voraussagen. Jedenfalls, weißt du noch, wie das geht mit den Teilen? Nein, leider nicht. Du musst die auf Edna ziehen, damit die was dazu sagt. So. Wir müssen durch diese Tür, Edna. Ach was, echt? Ich verstehe nicht, was Edna an dem Viech findet. So, auf Rechtsklick sagt er was anderes dazu. Warum habe ich das zuerst nicht bemerkt? Na, egal. Hey, Edna. Du magst mich doch lieber als den doofen Elefanten, oder? Ich mag euch beide, Harvey. Ist das so? Nein. Vielleicht kann Edna ja das Fenster für mich öffnen. Ah, wahrscheinlich rausklettern oder so. Öffnest du das Fenster für mich? Warum nicht? Gib mir einfach das Kommando, dann erledige ich das. Ach, wie ging das? Ein interessantes Thema, keine Frage. Wie geht's dir, Eddie Baby? Mir würde es besser gehen, wenn du mich nicht so Oh, jetzt habe ich irgend so ein Ding im Hals schon wieder.
Frosch? Nein, so ein leichtes Kitzeln. Das nervt total. Also hast du einen Vogel im Hals? Irgend sowas. Das Blöde ist, da muss ich immer husten. Oder mich räuspern. Ah. Null null sieben Hase, ihr Auftrag. Ach, hallo Kollege. Metal Gear Rabbit. Hallo Kollege. Wolf, hast du gehört? Ja. Metal Gear Rabbit. Ja. Oder Metal Gear Rabbit. Ja. Nee. Ja, nee, ja doch. Solid Rabbit. Du bist so hässlich. Hoppla. Alfred, der ist... Guckt ihn euch an, der sieht nicht gerade kompetent aus. Diese Musik. Die kommt mir bekannt vor. Ja, wie sieht das Bild von Mattis ein bisschen aggro aus, oder? Das da. Sieht irgendwie aggressiv aus, finde ich. Diese Musik kommt mir bekannt vor. War das nicht auch die Musik von der Gummizelle? Keine Ahnung. Ich höre es gerade nicht, kann ich nicht sagen. Ich weiß auch nicht, welchen Musik das ist. Wir hören es jedenfalls nicht, deswegen können wir darauf nicht antworten. Ich glaube schon. Specht, komm her, Specht. Spechte sind schon seltsame Vögel. So pedantisch. Klärt mich mal auf. Was ist, wie ist jemand, wenn jemand pedantisch ist? Unnachgiebig, würde ich mal sagen. Ach so. Er ist jetzt endgültig bei mir unten durch. Mist, ne. Kann ich irgendwie um die Ecke gehen? Wahrscheinlich nicht. Tja, kannst du scheinbar erstmal nichts mehr weitermachen. Tja, kannst du ja noch mal ein bisschen mit Edna sprechen, mit den neuen Sachen. Ja, zwar. Oder den übrig gebliebenen Sachen. Moment. Wie geht's dir? Na, die Baby, das wollte ich nicht. Weg mit diesen. Geil. Irgendwie habe ich gerade wieder einen Bug ausgelöst. Stimmt. Ach, Bugwolf. Stimmt, ich sollte. Onkel Bug. Sollte speichern, sonst schrei ich die Bude zusammen, wenn das wieder nichts wird. Ja, weil es auch noch so früh ist und du ruhig probieren kannst. Ja, speichern ist eigentlich auch keine so dumme Idee. Das ist auch so ein Spruch, der ich. Der B irgendwie. Hättest vielleicht ja auch nochmal die Aufnahme stoppen können, während du speicherst. Ich weiß ja nicht, wie lange du aufnimmst. Nein, das werden die Leute jetzt alles sehen. Ne, 13 Minuten. Ja, jedenfalls, du musst die Dinger nehmen und auf Edna klicken, sonst klappt das nicht mit Edna darüber ausfragen. Das weiß ich auch, aber da kann ja ich nichts. Ja, weil du. Sah aber anders aus. Sah so aus, als hättest du noch nie dieses System irgendwie benutzt, gerade. Doch, ich wollte nur Harvey hinter Edna stellen, dass er so hervorschleichen kann, wie so ein Ninja. Das wollte ich eigentlich, aber... Unnötiger Kram. Wozu? Weil es lustig ist. Okay. Moment, jetzt Ninja-Hase. So. Ja, ist der Hase, der durch Edna durchläuft. Warum machst du es nicht wieder Specht? Was meinst du? Soll ich an die Tür hämmern, um Alfreds Aufmerksamkeit zu erlangen? Oh, eigentlich dachte ich, du könntest den Kopf gegen die Wand schlagen. Aber dein Plan hat auch was. So verzweifelt ist Edna, glaube ich, noch nicht. Die ganze Zeit bum, bum, bum. Edna, du hast dich irgendwie verändert. Du siehst auf einmal so hässlich aus. So wie du das gerade mit dem Gesicht gemacht hast, so habe ich mir das vorgestellt mit dem Bunny Kingler. Ja, ich weiß, hatte ich auch vor. Ach Gott, was hat sie jetzt gesagt? Irgendwas mit Schleimhautreizung. Ich hatte ja auch vor das Wendy-Kinder zu machen, aber es ist irgendwie schwieriger als geplant. Wegen Wendys Haaren, weil die hat ja lange Haare und das geht ja nicht so einfach. Ja, ich mache aus Wendy ein Kinder, na und? Tja, war nicht die Idee. So, und jetzt möchte ich mal wissen, was gesagt wird. Ist Alfred nicht ein Oberkotzklumpen? Diese Gesichtsschleimhautreizung ist jetzt endgültig unten durch. Gut, ihr beleidigt ihn. Danke, das bringt mir nix. Ich fühle mich so schmutzig. Kann
keine Chance, Harvey. Wir haben jetzt Wichtigeres zu tun, als mit dem Wäschetümmler zu fahren. Schade. Schade. Hey, Edna. Vielleicht hilft der Schrank uns weiter. Wenn du keinen richtigen Vorschlag hast, dann lass es doch einfach. Naja, du könntest mit dem Schrank die Tür eintreten. Du schiebst den Schrank ein bisschen zur Seite, ein bisschen weiter weg und dann stößt du immer noch und BAM, Tür durchbrochen. Willst du nicht weiter im Tagebuch lesen? Später. Mein Vater ist jetzt wichtiger. Ich glaube, ich weiß wieder, was du machen musst. Ich weiß es hundertprozentig. Tagebuch. Edna hat keinen Inventar mehr, oder? Oder doch? Nee, nicht wirklich. So, die kann das auch einziehen. Nein, kann sie nicht. Nehmen Kerze, Stift, Tagebuch. Ich weiß genug. Du weißt gar nichts, Mädel. Die kann ich beim besten Willen nicht mit mir herumschleppen. Nimm den Kasten. Nein. Warum gehst du nicht raus? Nee. Apokalypso bleibt heute im Regal. Er muss seinem Mutterschiff telepathisch Bericht erstatten. Genau. Wechsel mal wieder zu Harvey. Ja, was willst du denn mit Harvey noch machen? Keine Ahnung. Achso, mir fällt gerade auf, hier vorne der Schatten, ne? Diese schwarze Form unten rechts. Ja, die stört mich schon die ganze Zeit. Erkennst du, was das sein soll? Irgendein Gesicht, das ist eine Nase, ein Mund, ein Kopf. Das da oben ist der Buckel. Könnte irgendeine Stofffigur von Hulk oder so sein. Also ich hätte gedacht, das soll Mickey Mouse darstellen. Wo ist denn das Mickey Mouse? Ach so, das meinst du wegen Nase, Ohren, Kopf und Körper, ja. Ich bin nicht gerade ein Mickey Mouse Fan. Pluto und Goofy sind viel besser. Und Mickey Mouse, der verschandelt einfach nur alles. Donald, Pluto und Goofy, die sind kompetent und Mickey Mouse ist ein Volldepp. Meiner Meinung nach. Goofy? Naja. Goofy ist wenigstens lustig. Pluto ist cool und lustig. Ja, er ist lustig, aber nicht intelligent. Zumindest ist er ja. Ja, ist ja ungeschickt. Mickey Mouse, vielleicht, glaube ich. Mickey Mouse ist weder intelligent noch lustig. Also würde ich nicht find, behaupten. Also ich finde ihn schon intelligent. Von den Entenhausen-Zeugs muss ich ehrlich sagen, finde ich sowieso diese ganze Mickey Mouse-Seite mit Goofy, Pluto und was weiß ich noch allem irgendwie immer uninteressant. Ich mag die Entenseite viel mehr. Ja, die DuckTales sind auch ganz gut. Das ist irgendwie das meines Erachtens die coolere Seite von Entenhausen. Mit Gustav, Donald, Dagobert, besonders Dagobert mag ich nicht. Ja, Gustav mag ich nicht, aber Dagobert ist schon ganz gut. Quack, der Bruchpilot. Das Tolle an Gustav ist einfach, jedes Mal, wenn Gustav sich mit Donald irgendwie bettelt, weißt du, Donald will ihm halt zeigen, dass er mit Können was schafft und Gustav macht's mit Glück. Und die Situationen, die sich dadurch ergeben, sind immer wieder göttlich. Ich glaube, ich habe jetzt alles ausprobiert und bin nicht weitergekommen. Also wenn du alles ausprobiert hättest, wärst du schon weiter, also fehlt noch irgendwas. Ja was, ich hab das Tagebuch, ich hab den Stuhl, die geht gar nicht, ich hab die Tür, ich hab den Kasten. Soll ich den Tipp geben? Also ich würde sagen, dass mehrmals schon Hinweise kamen. Ja, mit den richtigen Gegenständen. Wenn du es nicht mitgekriegt hast, musst du es nochmal machen. Oder nach einem Tipp fragen. Moment, sie will ich jetzt nicht lesen, mach mal einfach mal. Willst du nicht weiter im Tagebuch lesen? Später. Vater ist jetzt wichtiger, genau. Wir müssen durch... Ach was. Was, echt? Hey Edna, wenn du kein richtig... Nee, das ist unnütz. Ich fühle keine... Das fühlt sich schmutzig. Wie geht's dir? Mir würde es besser... Wenn du mich nicht so nennst, genau. Mein Kopf durch die Wand, da war ja irgendwas. Ich klopf mal. Ja, bitte?
Wasser ist. Ist das okay? Moment, muss ich ihn reizen? Ja, bitte. Ja, bitte. Alfred. Oh. Hau ihn zusammen! Scheiße! Ja, bitte! Alfred Edna! Moment, wenn er jetzt. Darf ich mal irgendwas. Darf ich mal kurz was empfehlen, bevor du es jetzt noch tausendmal machst? Nutz mal benutzen und warte dann einfach. Ich hab doch geklopft. Ja. Ja, bitte! Und warten. Hau ihn! So, wie du jetzt gemerkt hast, es hat nichts damit zu tun, dass du auch reden drückst. Also soll ich mit ihm reden, oder wie? Was warum hat dir gerade gesagt, dass das nichts bringt, mit ihm reden? Ja, aber benutzen bringt auch nichts. Vielleicht durch Schlüssel. Denk doch mal drüber nach! Habe ich Runen zum Schutz vor Gnollen eingeritzt. Offensichtlich wirken sie nicht. Sonst wäre Alfred auf der Schwelle zu Asche zerbröselt. Also nachdenken. Ich klopfe gegen die Tür, dann kommt er rein und sagt, lass das und geh wieder raus. Mhm. Was für Informationen kann man daran jetzt erkennen? Ah, ich glaube, ich weiß schon. Moment, testen wir mal was. Ja, bitte? Harvey kann raus. Mach auf die Tür. Offensichtlich nicht. Offensichtlich ist es nicht geplant, dass du mit Harvey zu diesem Zeitpunkt dann rausgehst. Oh. Was habe ich jetzt getan? Ist das okay? Was? Es war die Reaktion, weil du auf Edna geschaltet hast. Das geht halt, der macht halt nicht die Tür auf, wenn du Harvey bist. Das ist ein Spaß. Ja. Ja. Stell dir halt vor, dass bei Harvey keine Zeit vergeht, wenn du ihn anklickst. Vielleicht muss ich Harvey in der Zwischenzeit rausstellen auf den Balkon. Was eigentlich nicht bringt, weil das Fenster zu ist. Ja, 23 Minuten und wir haben nichts erreicht. Okay, ich sage, wie ich hier rauskomme, damit wenigstens etwas geschafft ist. Narnia. Denk doch, ja genau, noch besser kann man es doch gar nicht beschreiben. Komm mit, Harvey. So, in den offenen Fenster. Stoß ihn raus! Hey. Oder sperr einfach die Tür zu, es geht auch. Sehr gut. Am besten teilen wir uns auf, um Mattis zu finden. Ich suche im Obergeschoss, du suchst unten. Und wenn ich ihn gefunden habe? Dann holst du mich natürlich. Klar. Du, Edna? Ja, Harvey? Was ist, wenn Mattis doch ein wahnsinniger Mörder ist? Sei nicht albern, Harvey. Mattis kann keiner Fliege was zuleide tun. War ja auch nur eine Frage. Ich wollte es Edna gegenüber nicht zugeben. Aber ich habe ein wenig Angst. So, gut, okay. Endlich haben wir es geschafft. Nach 25 Minuten fast. Würde ich mal sagen, machen wir jetzt hier die... im Part zu Ende, ne? Ja. Das war Edna Brechthaus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auch wenn ich zu dumm für dieses Spiel bin, aber naja. Egal. Und nächstes Mal gibt's den letzten Part. Nein. Narnia. Wer weiß. Ich hoffe, es hat. Doch. Nächstes Mal ist der letzte Part. Okay. Nächstes Mal ist der letzte, ja. Kann ich bestätigen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch. Tschüss. Ciao.